wir euch erzählen, wo wir 2018 hinfliegen. Unsere drei Ziele für dieses Jahr. Wir beginnen im Februar mit Island. Da geht es natürlich um Landschaftsfotografie, Polarlichter, Orca-Wale und verschneite Landschaften, eindrucksvoll, Geysire, Wasserfälle halt, Landschaften, sagte ich ja schon, Lavafelder. Und ist das zweite Mal, dass wir nach Island fliegen. Das erste Mal waren wir da in 2016 im April. Das war kurz bevor die Papageientauchersaison beginnt, die beginnt im Mai. Und war so zwischen Polarlichter und zwischen Papageientauchersaison, also so mittendrin. Und jetzt haben wir gesagt, wir wollen unbedingt Polarlichter sehen. Und deswegen geht es für uns nochmal nach Island, weil uns Island so gut gefallen hat. Das ist unser erstes Ziel, Island. Und dann geht es weiter im Juni. Da fliegen wir nach Uganda. Und wir waren letztes Jahr ja in Südafrika und Afrika hat uns so gut gefallen, dass wir tatsächlich nochmal nach Afrika wollen. Dass das so schnell passiert, hätten wir nicht gedacht. Aber wir haben halt mit dem Reisebüro Inside Africa einen super Partner gefunden und machen dieses Jahr gemeinsam mit Inside Africa, mit Daniela und ihrem Freund Chris, die Reise nach Uganda, um da halt die Gorillas zu tracken. Und wir werden die Schimpansen einen Tag lang durch den Dschungel begleiten. Ja, von morgens früh bis abends spät, ganzen Tag mit den Schimpansen im Dschungel unterwegs. Also es wird wirklich ein Abenteuerurlaub. Und mit dem Reiseveranstalter vor Ort. Wir freuen uns auf die Reise und dazu dann demnächst noch ein bisschen mehr. Und im September, da fliegen wir dann nach Kanada. Ja, Kanada, wir Indian Summer und wir wollen zu den Grizzlybären. Das ist genau der Zeitpunkt, wenn die Lachse springen und die Bären die Fische fangen. Und das wollen wir halt begleiten. Suchen jetzt gerade noch nach einem Guide, damit wir auch mit dem Guide ins Wasser gehen können. Und das sind unsere drei Ziele für 2018. Drei spektakuläre Reisen. Es wäre schön, wenn du uns folgst und uns begleitest auf diesen Reisen. Wir wollen dieses Jahr ein bisschen mehr YouTube veranstalten hier. Wollen dazu tolle Videos hochladen. Wir wollen immer besser werden, haben dafür auch nochmal ordentlich aufgerüstet für Equipment und werden euch jetzt auch so nach und nach mal zeigen, was wir dafür unsere Videos benutzen, was wir mitnehmen. Geht zum Beispiel nach Island und seid einfach mal gespannt, folgt uns und bis demnächst hier. Ciao!